im nächsten schritt steht uns unter workflow der reiter bild mesh zur verfügung dafür werden jetzt alle punkte genommen und ein dichtes 3d-modell erstellt dafür klicken wir einmal auf bild mesh und nun haben wir verschiedene möglichkeiten das ganze zu steuern wir sagen einmal als source data nehmen wir nicht die dünne punktwolke auch nicht die tiefen karten sondern wir wählen hier die dense cloud aus wir sagen in dem Fall auch, dass wir 3D möchten und nicht äh, 2D. 2,5D benutzt man hauptsächlich für Drohndaten. Doch in dem Fall ist 3D besser. Als Face Count können wir natürlich die Software selbst entscheiden lassen, was praktikable Zahlen sind. Wir wählen vielleicht für diesen Fall einmal Custom aus und wir sagen, wir möchten 1,2 Millionen haben. Damit das ganze Modell nicht zu groß ist. Den Rest lassen wir genauso, wie es hier steht und starten das Ganze einmal. Auch dieser Prozess wird wieder eine Weile dauern. Nachdem auch dieser Prozess abgeschlossen ist, speichern wir das Projekt. Ebenfalls und nun können wir ebenfalls über das Icon hier oben auf das 3D-Modell wechseln. Wenn wir noch einmal heranzoomen, sehen wir, es handelt sich hierbei nur um Punkte. Wechseln wir jetzt zum 3D-Modell sehen wir, es ist eine Vermaschung. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zwischen zum Beispiel Model Wireframe zu wechseln. Und hier sehen wir, es handelt sich nur um kleine Dreiecke. Und wir können das Ganze auch mal als Solid darstellen. Dann sehen wir diese Dreiecke nicht mehr. Somit sehen wir jetzt nur das Mesh und wir können aber auch ein Shaded Modell uns anzeigen lassen. Ähm, die kleinen Dreiecke bekommen hier die Farbe im Endeffekt der Punktwolke. Wenn wir jetzt noch einmal zum Solid wechseln, sehen wir, dass es natürlich auch Unebenheiten gibt, die ganz natürlich sind. Ähm, wir sehen auch, wenn wir einmal schauen, zum Beispiel unter das Modell, wir haben ein Loch drinne, weil in dem Bereich keine Daten existieren. Wir könnten im ersten Zuge dieses Loch einmal füllen. Dafür können wir unter Tools gehen, gehen unter Mesh und sagen Close Holds. Das Mesh wird analysiert und über diesen Regler können Sie im Endeffekt bestimmen, welche Löcher gefüllt werden sollten. Doch in den meisten Fällen werden die wirklich großen erkannt. Wir klicken hierfür einmal auf OK. Jetzt ist das Mesh immer noch ausgewählt, der Bereich, der gefüllt wurde. Wir wechseln dazu einmal in die Selection, klicken dann das einmal in das Modell rein und klicken wieder zurück und somit wurde der Bereich jetzt geschlossen. Den nächsten Schritt, den wir machen können, ist das Modell vielleicht einmal zu kletten, um die, das modell vorzubereiten für die texturierung damit die textur etwas besser aufliegt dafür können wir ebenfalls unter tools gehen mesh und sagen wir wollen das ganze einmal kletten wir lassen hier äh, die stärke auf 3 schauen hier fix borders soll anbleiben sagen einmal ok und jetzt ist das ganze etwas smoother und besser vorbereitet für die texturierung und auch hier in diesem Fall sind wir schon fertig. Wir sehen auch der Baum erweitert sich immer weiter. Die Punktwolke haben jetzt 12 Millionen Punkte erzeugt. Unser Modell wurde hier mit 1,2 Millionen Dreiecken versehen. Und im nächsten Video werde ich Ihnen zeigen, wie man eine Textur auf das Modell legt, damit das Foto realistisch aussieht.